Guck, da ist sie wieder. Herzlich willkommen zurück zu bei Jack Zockt, Flucht von Monkey Island. Der vierte Teil der Reihe und Escape from Monkey Island im Originaltitel. So, wir hatten in den letzten, ich sag extra, drei Folgen, habe ich hier an diesem Monkey Combat gehangen. Ich weiß nicht genau, wie ich es mache, ob ich die dritte Folge davon auch noch hochlade, weil es im Prinzip genau das gleiche ist wie die zweite davon. Jo, ob ich damit quälen will, also ich habe auf jeden Fall hier den Rest jetzt. Der Rest bestand darin, dass ich den letzten Wurf in so einer Runde hier jetzt nur noch einmal machen musste und dann war das Ding gewonnen. Ich habe jetzt drei dieser Runden gewonnen. Ich habe das schon ausprobiert. Ich kann jetzt zu diesem Affenprinzen gehen und sagen, hier, ich will gegen den kämpfen. Jo, und genau das werden wir jetzt auch tun. Aber ich wusste ja nicht, wie lange ich noch brauche hier. Am Ende hätten wir noch vier Folgen hier da gesessen und hier diesen Quatsch gemacht. Ja, aber bevor wir hier loslegen, muss ich mir noch was einschütten hier. Ja. Und wenn wir das mit diesem Monkey Combat gemacht haben, weiß nicht, wie lange wir dann brauchen noch, bis wir das die ganze Ding hier durch haben. Und wenn wir das dann durch haben, geht es natürlich weiter mit Monkey Island 1 in der Special Edition. Hatte ich ja gesagt gehabt und daran halte ich mich auch. So. So, gehen wir jetzt mal zu diesem Affenprinzen hier. So, hier. Na, lauf doch mal. So. Hier, da ist er. So. So, sprich mit Jojo Junior. Ich grüße dich, edler Affenprinz. Sei gegrüßt, Unerleuchteter. So, ich gebe dir gleich Unerleuchtete Pfeife. Ich fordere dich zum Monkey Combat heraus. Ich sehe, hast du trainiert. Vielleicht bist du nun bereit, die Prophezeiung zu erfüllen? Ah, Prophezeiung, Probezeitung. Kämpfen wir jetzt oder was ist? Nun gut. Monkey Combat! Die Show kann beginnen. Du bist gut. Aber bist du auch gut genug? So. Wir werden das genauso handhaben wie bisher, also hier bei dem, genauso, ganz genau gleich. Ich habe mir jetzt extra nochmal ordentlicher aufgeschrieben. So. Ja, also ich habe mich vorbereitet, hoffe ich zumindest. Ja, dass es auch was hilft. Ja, fangen wir mal an. Akikupata. Akikup hab ich hier irgendwo stehen. Akikup hier unten, genau. Was macht der jetzt? Vielleicht macht er ja noch neue Bewegungen hier. So, Ag-I-U-Bader, panisch besiegt betrunkener Brüllaffe. Das habe ich hier schon stehen. Ja, wir speichern wieder, bevor wir hier irgendwas sagen, weil es gibt ja für diese Kombination hier panisch besiegt betrunkener, gibt es ja mehrere hier. Ja, dieses Ag-I-B irgendwas. Ja, mit dem einen verlieren wir, mit dem anderen kriegt man Remis, mit dem anderen besiegen wir. So, bei dem einen jetzt, bei dem letzten Schlag, den ich gemacht habe, hat meiner sogar zweimal hier diesen Blitz hier geschossen. Ja, hab da leider nicht gesehen, weil wie gesagt, ich wusste nicht, wie lange es noch dauert. Ja, machen wir weiter. Dummkopf. So. Ja, Dummkopf. Ich habe da gar nichts gemacht, da kommt er mit so einem Dummkopf. So, das speichern wir hier natürlich wieder auf die 100. Bitteschön. So, wir haben jetzt den Betrunkenen gegen Betrunken. So, Pause. Ich muss das mal ein bisschen hier weg. Ich muss das gerade mal ein bisschen weg hier machen. So. Betrunken gegen Schnell, Betrunken gegen Gibbon. Betrunken gegen Pavi, gegen Panisch brauchen wir. Betrunken gegen Panisch. Sollte das jetzt sein? Wir hatten das ja auch schon mal gehabt, jetzt mir richtig aufgeschrieben und hat trotzdem nicht funktioniert. Kam auch schon vor. Tiakup. Tiakup. Na? Ja, genau das ist es nämlich. Genau das habe ich nämlich gedacht. So. Deswegen benutzen wir jetzt eine andere Kombination, wo wir mit dem Betrunkenen irgendwas besiegen können. So. Nee, hier war nichts. Hier hatte ich noch nichts stehen. Panisch gegen Schnell. Nee. Und hier noch was betrunken gegen. Nee, hier besiegt er betrunken.
Betrunken gegen Gibbon. Ängstlich, nee, betrunken. Da muss man wirklich erst durchsehen, ey. Das ist Wahnsinn. Jo. Betrunken gegen panisch ging nicht. Ja, warum auch immer. Ja. Wahrscheinlich gehe ich auch mit der falschen, komplett falschen Vorangehensweise hier ran, aber bis jetzt hat es ja mehr oder weniger doch funktioniert. Jo. Betrunken gegen man ist Ak-Ik-Chi. Probieren wir das mal. Ak-Ik-Chi. Das gefällt mir. Na, und nochmal. Chi-Ik-Ak. Chi-Ik-Ak. Das habe ich doch auch schon irgendwo stehen, oder? Ik-Ak, was macht der jetzt? Habe ich hier schon stehen, Chi-Ik-Ak? Zum Kopf. Gibbon gegen Ängstliche. Gibbon. Chi-Ik-Ak. Gibbon gegen Ängstlich. So. So, wir speichern das aber, und wenn das jetzt 200 hier Speicherplätze werden, dann ist das so. So, wir haben den ängstlichen, besiegten Gibbon. Haben wir das schon? Ängstlicher gegen schnell wäre das. Ängstlicher. Wir haben auch keinen ängstlichen. Ängstlicher gegen gesellig. Alles, was mit ängstlich am Anfang steht, will ich jetzt haben. Aber hier habe ich natürlich schon wieder einen falschen Zettel. Aber. Doch nochmal ängstlicher gehabt hier. Panisch. So, wir machen ängstlich, aber machen das Ak-Ik-Chi. Ak-Ik-Chi! Mhm. Ak-Chi! Was Ak-Chi? Ak-Chi. Mhm. Was hat jetzt schneller gegen Betrunkener? Schneller gegen Betrunkener, jawohl. Ja. Und wieder speichern. 1 und 2. Solche Nummern in solchen Spielen, die hasse ich eigentlich wie die Pest, ehrlich. Betrunken, wir brauchen jetzt den Betrunkenen wieder mal. Betrunken. Machen wir mit Betrunken, machen wir mal Chi-Ak-Up. Probieren wir es einfach mal. Chi-Ak-Up. Komm nochmal. Warst du schon mal? Ak-Chi-Ik. Wo haben wir ein Ak-Chi-Ik? Ak-Ik-Chi? Ak-Chi-Ik. Ach verdammt. Ich hab was vergessen zu machen. Ak-Chi-Ik, das ist jetzt, was macht der jetzt? Um Kopf. Betrunken gegen Gibbon. Haben wir schon. So. So. Jetzt sind wir dran, und wenn wir dran sind, speichern wir natürlich. So. Gibbon, wir brauchen jetzt Gibbon gegen Betrunkenen. Gibbon gegen Betrunkenen, Gibbon gegen Schnell haben wir hier. Gibbon gegen Ängstlich, Gibbon gegen Schnell. Gibbon. Gibbon gegen Ängstlich, wir brauchen alles, was mit Gibbon zu tun hat. Ja. Gut. Gibbon gegen, wir machen erstmal Ubakchi. Ubakchi! Chi-Ak-Up. Habe ich Chi-Ak-Up schon irgendwo stehen? Weiß es nicht. Chi-Ak-Up hier unten. Ja. Dummkopf. Geselle, Gibbon gegen Schnell. Gibbon gegen Schnell haben wir schon hier stehen, genau. Ja. So, wir sind dran, das bedeutet speichern. Na, nun mach. Achso, vergessen Enter zu drücken. So. Wir brauchen was Schnelles gegen den Gibbon. Wir brauchen wieder schnell gegen irgendwas.
Schnell gegen Betrunkener. Ich werde jetzt aber mal was ausprobieren. Ich werde jetzt nachher auch wenn ich den jetzt treffe, werde ich auch mal die anderen Schnellen ausprobieren. Ich hatte das nämlich vorhin, dass der zweimal so auf den geschossen hat. So. Ich hoffe mal, dass ich das wieder erreichen kann. Ja. Kann natürlich sein, dass wir hier wieder die Grafikfehler reinkriegen, wie wir das letzte Mal hatten. Schnell gegen ängstlich. Machen wir nochmal schnell. Wir machen erstmal das. Wir machen jetzt erstmal das Ding. So, ist schon mal verkehrt, okay. Ich war schon mal verkehrt. War das der Zettel hier, wo ich das andere? So, schnell gegen. Machen wir das. Ak. So. So. Akchi-Ik wäre einer, der trifft. So, machen wir mal den Haken dran. So, jetzt probieren wir die anderen Dinger mal aus. So, laden. Ja, laden. So. Das ist der, der trifft, und das merken wir uns. Kann man noch schnell Akichi machen wir mal. Dummkopf. So, das war natürlich verkehrt. So. Upak-Chi. Nee, 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 das war genauso Blödsinn. Laden. Na, weil kommt Grafikfehler rein. So, das ist ein Z-Zettel, ist es nicht. Akuchi, hatten wir das eigentlich schon alles probiert? Akuchi, wir machen es einfach nochmal. So. Das geht genauso. Hier machen wir Akuchi, das geht genauso. Hier machen wir einen Haken dran, den streiche ich dann natürlich wieder weg. So. Aber wir laden noch einmal neu hier. Weil ich müsste am liebsten irgendwas, wie gesagt, wo er zweimal trifft. Schnell gegen Panisch. Schnell. Also Ak-Uk-Chi. Das hatten wir doch gerade. Weiter. Weil zweimal hier stehen. Hier haben wir hier noch. Ja. Haben wir hier noch mal so was mit schnell? Nee. Dann war's das. Ja, mit schnell. So. Lassen wir das hier so. Der hat ja getroffen. Also. Akchi-Up. Akchi-Up. Wo ist aber das jetzt schon wieder stehen? Aktiu-Bio ist das, was der jetzt sagt. Sagt er mir was Neues? Ängstlich gegen Panisch. Ängstlich. Besiegt. Panisch. So. Das ist eigentlich für ein Ding hier, keine Ahnung. Zettelwirtschaft, die fliegen dann sowieso alle weg, wenn ich das hier durch habe. Ist der Witzige dran. Oh. Speichern natürlich wieder auf die 105. Ich vergesse immer zuerst Enter zu drücken. So. Panisch. Wir brauchen jetzt einen panischen gegen irgendwas. So. Wir haben keinen panischen hier auch nicht. Panisch ist so selten irgendwie. Schnell. Panisch gegen Gibbon. Aber hier. Panisch gegen Gibbon, das waren schon mal zwei. Panisch gegen Betrunkene, etwa drei. Ja, warten wir hier nochmal panisch. Oh, panisch gegen Gibbon haben wir vier. Wir haben vier Möglichkeiten jetzt. Ja, fangen wir mit der hier an. Gegen
Panischer, also. Okay, fangen wir mal damit an. Wir machen das gleiche Prozedere wie gerade eben. Und wenn das jetzt abstürzen sollte wegen Grafikfehler, starte ich ganz einfach neu. Fertig. Ja, Panisch gegen Gibbon. Panisch Pavian. Panisch gegen Gibbon. Akupchi. Akupchi. Um Kopf. So, das war schon mal Käse. Null. Akupik. Akupik. Nee, Freundchen. Laden. Oh. Das war schon mal Käse. Panisch gegen irgendwas. Chi-ik-ak. Chi-ik-ak. Oh. Chi-ik-ak, der hat getroffen. Das merke ich mir fix. Jetzt versuchen wir nochmal den anderen. Ik-ak-ik-up. Geht genauso. Oh. Ubi-ak. Mhm. Das auch mal. Willst du mich verkohlen? Wo hab ich jetzt? Ubi-ak. Ich hab da alle Ups aufgeschrieben, die ich. Ach nee, hier, Chiagup. Ubi-ak-ik. Wieso hab ich. Ubi-ak-ik. So, erzähl dir mal was Neues. Schnell gegen betrunken habe ich schon. Das Problem ist, wenn das immer nur einen Tag geht, das ist scheiße. Ja, so, wir speichern natürlich wieder. Auf der 1. Auf der 106. So. Betrunken. Jetzt brauchen wir wieder was mit betrunken. Ja, betrunken bin ich auch bald von dem Scheiß. Ja, betrunken. Gegen. Hier haben wir keinen betrunken. Hier haben wir. Nee, auch nicht. Aber hier haben wir betrunken. Hier. Hier nicht. Hätten wir zwei Optionen. Scheiße, das sind mir ein bisschen wenig. Ja, machen wir Arc-G-Eek. Ja. Arc-G-Eek. So. Bei Remi kriegen wir aber einen unten dazu, das ist... Wir laden jetzt nochmal neu die 106 hier. Ja. Betrunken, hier haben wir nochmal betrunken. Ak-ik-chi. Ak-ik-chi. Was machen wir jetzt? Genau. Ja. Ak-chi-ik. Ak-chi-ik. Betrunken gegen ängstlich. Betrunken gegen... Einer von uns... Schreibe, du verfluchter Scheißstift, Mensch! Betrunken gegen... Ängstlich war das jetzt. Oh, wir speichern das mal. 107. Jo. Jetzt haben wir den Ängstlichen. Wieder den Ängstlichen. Jo, jetzt drehen wir das mal um. Hier haben wir einen Ängstlichen.
Nee, haben wir auch nicht. Hier. Wir haben jetzt wieder. Hier ist keiner drauf. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Dann haben wir bloß einen. Wir hatten doch wohl mehr mit Ängstlich. Wollt ihr mich verkohlen? Ängstlich. Wir machen jetzt mal AG. Wir machen mal Laden. Die 107, das merken. Wenn wir auch ein Remis mal zurückgehen brauchen, zurückgehen und ein Remis brauchen. Wir machen Up-Ak-Ik. Up-Ak-Ik. Nö. Ak-Ik-Ji. Jetzt machen wir speichern 108. Schnell. Jetzt mal wieder schnell. Schnell gegen betrunken. Ja, mal das schnell gegen ängstlicher. Das müsste eigentlich das hier sein. Dummkopf. Ja, hier geht's natürlich wieder nicht, das war mir klar. So. Wenn ich das jetzt nochmal mache. Ja. So, machen wir das hier. Up, ak, ik. Oh. Wir haben es in dazu gekriegt. Das müssen wir uns mal merken. Laden. Oh, wir hatten doch noch mehr mit eng schnell. Ak-up-chi. Ak-up-chi. Au. Ak-up. Nee. Agob Ik war falsch. Agob G, nee, das hat nur gemacht. Wir haben noch in Ängsten. Was war das? Schneller. Spanisch. Irgendwo müssen wir doch noch einen schnellen haben. Hier. Schnell. Up Ak G. Up Ak G. So, der hat ein Remis gemacht. Speichern. Ist das jetzt unsere Chance oder? Das müsste eigentlich unsere Chance jetzt sein. Schnell, wir hätten wieder einen schnellen. Wir machen. Up, wir machen Up-Ak-Ik. Up-Ak-Ik. Gewonnen. Genauso wie ich das sehen. Das gibt's doch nicht. Ich wusste, dass ich meine Krone eines Tages verlieren würde, aber doch nicht an so einen Stümper. Die Ehre des Sieges gebührt dir, Guybrush, und damit auch der zeremonielle Bronzehut. Bitte, pass gut auf ihn auf. Er ist etwas ganz Besonderes. So, und natürlich speichern. Wir haben es tatsächlich noch geschafft, also beim ersten Mal. Also ja, man braucht eigentlich nur ein System. Ja. Hat sich doch gelohnt. Ja.
Das packen wir mal beiseite. Den Stift packen wir auch beiseite. Das Ding alles weg hier. Das sollten wir jetzt eigentlich nicht mehr brauchen, soweit ich weiß. Soweit ich. Verdammt. So. Wir gehen sofort weiter. Wir haben noch 5 Minuten. Ja. Mach ich mal. So. Okay, also sollten wir jetzt eigentlich normal weitermachen können. Das freut mich jetzt ungemein, weil ich habe hier erwartet, dass ich hier noch Stunden dran setze. Ja, okay. Gespeichert haben wir das Ding. Wir können nochmal einen Sicherheitssafe machen, wofür auch immer. Ja. Okay. Wir haben jetzt eigentlich alle 3 Teile zusammen. Was mussten wir überhaupt machen? Ich bin schon wieder vollkommen raus hier. Wir haben jetzt den Bronzehut. So. Wir haben. Warte mal. Was wollen wir eigentlich damit? So. Affenhütte. Oh. Ist da was? Ja, ich bin gerade vollkommen aus dem Konzept hier durch das ganze Ding hier. Jetzt muss ich noch erstmal hier mir Hinweis, Escape. Ja, wir haben nämlich nicht mehr viel beobachtet, so erstmal in der Position, ja. Gegner, ab dann den Fehler. Wenn ihr nur noch 1 oder 2 Bananen macht, ein Remis. In den meisten Fällen machen die Gegner da, ab dann Fehler. Mit diesem geht er zu mit dem großen Affenkopf. Setzt ihn ihm auf den. Schaut seine Nase genauer an. Benutzt den Bananenpflücker, ja. Mit dem Affenroboter seid ihr jetzt. So. Das. Möglicherweise könnten wir heute schon in der letzten Folge sein, aber ich weiß es nicht. Nein, euch brauche ich nicht mehr. Och Mann! Lauf doch mal hier runter. Jo, nee, runter zum Affenkopf wollen wir. Ach, lasst mich doch mal in Ruhe. Jo. Jo, betrachte ab. Nein. So, den Affenkopf. Du sollst, haben sie geschrieben, du sollst den Hut hier auf den Affenkopf setzen. Oh. Wenn ich diesen riesigen Kopf auf den goldenen Mann stecken kann, habe ich eine riesige ultimative Beleidigung. No. Jetzt brauchen wir den Bananenpflücker. Mit Affennase. Hm. Jo. Mir geht's ab, setzt ihn auf. Scheut euch danach die Nase an. Benutzt den Bananenpflücker. Der Mund öffnet sich und ihr könnt hinein. Setzt jetzt noch das zweite Gouverneurssiegel in den Spalt und die Reise kann beginnen. Das zweite Gouverneurssiegel. Was für ein zweites Gouverneurssiegel? Wo kriege ich das schon wieder her? Das habe ich doch gar nicht. Warte mal. Ist da was wir jetzt machen? Oh, zweites Gouverneurssiegel. Was ist denn das schon wieder für ein Scheiß? Schalter. Luke Panzertür. Banane, benutzt ihr doch Bananenpflücker. Akt 3.
Liste aus der Notiz. Der letzte, woran er sich erinnert, ist die Nase auf den. Eine Nutz auf den Kopf geworfen wurde. Geht anschließend in die Schlucht. So, okay. Wir sind durch für heute. Wir machen das in der nächsten Folge. Die könnte vielleicht nur etwas kürzer werden. So, ich weiß nicht, wie lange ich jetzt noch brauche. Ja. Und damit bedanke ich mich für heute. Erstmal, wir speichern das natürlich hier auf der 112 hier. Ja. Und damit verabschiede ich mich für heute. Bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Dankeschön. Und auf Wiedersehen.